Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Stellaris hier auf Gen X Reloaded. Und ja, wir sind zurück bei den Vereinten Nationen der Erde, die ja, sich mehr schlecht als recht ihren Platz hier erarbeitet haben. Aber jetzt mit einigen Problemen zu kämpfen haben, wie zum Beispiel, dass eine der Station, die Paya-Station vom Rest des der Republik, wie auch immer, abgekapselt ist, weil wir hier die Luzavata-Horde haben zu beiden Seiten, die uns nicht mögen, und deswegen kommen wir da nicht durch die Gebiete. Ist natürlich kacke. Ja, aber müssen wir gucken. So, gucken wir uns erstmal unsere Planeten an. Ja, hier hat sich natürlich nicht wirklich viel verändert, weil was soll sich verändern? Wir können jetzt hier neues Gebäude basteln. Machen wir auch eine Gasraffinerie, aber da müssen wir jetzt dann gucken, dass wir demnächst irgendwo wieder neue Baugebiete bekommen. Ja, hier durch die Cage, der da oben rumfliegt. Haben wir halt gewisse Vorteile. Physikforschung ist erholt, Spezialforschung durch die Jobs und auch die Ingenieurforschung jeweils um 30%. Ja. Bauen können wir hier erstmal nichts mehr. Sonst weiter. Können wir dann mal weitergehen nach Eden Prime, wo es ähnlich aussieht. Auch hier können wir nicht mehr bauen. Ja, wir könnten das Theater zum Hyper-Entertainment-Forum. Würde halt die Dienstleistung und die Einigkeit erhöhen, aber auch würde Konsumgüter kosten. Deswegen lassen wir das erstmal. Und dann haben wir noch zuletzt noch in New Hope. Da haben wir noch 7 Distrikte frei. Es fehlt aber auch noch ein Mitarbeiter. Und zwar ein Techniker. Ja. Ansonsten können wir schon mal gucken. Ja, hier können wir leider keine Mineralien mehr abbauen. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Ja. Da habe ich jetzt 5 von, hier habe ich 4 von. Genauso wie hier. Irgendwie haben wir auch, haben wir nur, dann bauen wir hier noch einen. Da haben wir nämlich nur 3, Entschuldigung, für das ganze Geplapper hier. Ja. Gut. Ja. Mehr haben wir leider nicht. Wie ich in der letzten Folge schon sagte, wir könnten hier zwar noch Kolonien errichten, aber unsere Reichsgröße ist jetzt auch schon viel zu groß. Aber da können wir jetzt auch gerade nicht viel dran machen. Deswegen würde ich mal sagen, haben wir genug geplappert und legen jetzt mal los. Ja. Ich bin gespannt. Ja, das mit der Station ist zwar ärgerlich, aber ja, müssen wir gucken. Also Krieg brauchen wir gegen die nicht führen. Da werden wir sowas von untergehen. Diplomatische Bedeutung plus 10 neues Gebäude Botschaftskomplex. Das Voranbringen unseres Verständnisses von Interaktionen mit den Xeno und ihren Manipulationen ist ein notwendiger Schritt, um langfristige interstellare Bündnisse zu bilden. Sehr gut. Noch einen Bauplatz mehr würde das bringen. Ja. Das hier ist gleich fertig.
Ja. Jetzt wird er mal gucken. Der Beschluss wurde abgelehnt. Sehr gut. Ja, ist doch schön. Was wird als nächstes? Kann man das schon, müsste man ja schon sehen können. Moment, ich kann verfügbare neue Traditionen, Politik, nationale Agenda. Unsere Siege im Senat sollten gefeiert werden. Sie bringen uns eine bessere Zukunft immer näher. Jedes Mal, wenn einer von euch unterstützter Beschluss verabschiedet wird, erhaltet ihr Einigkeit in Höhe von 18 Monaten Produktion. Hartnäckige Bittsteller. Unsere Delegationen in der galaktischen Gemeinschaft sind äußerst hartnäckig und werden ein Nein nicht als Antwort akzeptieren. Es mag dauern, doch wir werden bekommen, was für uns zusteht. Nachdem der Beschluss eines anderen Reiches verabschiedet wurde, erhaltet ihr, also wir, 25% diplomatische Bedeutung, bis einer eurer eigenen Beschlüsse verabschiedet wurde. Okay. Ja, machen wir jetzt mal das, ne? Obwohl, Bedeutung ist auch wichtig. Gut. Spaceborne Lifeform encountered. Wo denn? Technology discovered. Königreich Yandarim hat der Allied Sirpanor States den Krieg erklärt. Okay. Und Technologie erforscht. Neue Komponente, Bergbaudrohnen, Laser. Durch die Verwendung starker Fokussierungslinsen in Kombination mit oszillierenden Schussfrequenzen können Lasergeschütze gebaut werden, mit denen die Ressourcen auf Asteroiden abgebaut oder Feindschiffe abgeschossen werden können. So, Plasma-Ray vor Forschungsalternativen, Forschungsstationen. Gut, so, die werden ausgebaut. Soweit. Keine Befehle. So, weiter geht's. Wir haben einen Gefallen erhalten, und zwar von der Nation of Cash Suras. Apropos. So, ich habe hier einen Spion. 77 habe ich. Achso, ich bin gerade dabei, die Technologie zu stehlen, wieder mal. Und dann haben wir noch die Luzervaterhorde. Haben wir aber erst 15. Dann sammelt mal Informationen. Dann müssen wir gucken, weil, wie gesagt, militärisch werden wir gegen die nichts machen können, nichts ausrichten können. Und da müssen wir dann einfach schauen, ob wir die eventuell von innen irgendwie... Wir sehen keinen Grund mehr, euch aus unserem Territorium fernzuhalten. Unsere Grenzen sind wieder für euch geöffnet. Sehr schön. Dankeschön. Sehr nett, sehr nett. Sehr nett, sehr nett, sehr nett, sehr nett. Ja, das wird uns über bei der Lutz-Warte-Horde aber nicht gelungen. Gouverneur Leonid Twardowski ist unerwartet im Alter von 88 gestorben. Den habe ich denn hier? Armee-Veteran, Bauerdauer, Armee plus 20%, Kostenarmee minus 20% und Schaden, Verteidigungsarmee plus 20%. Anpassungsfähig. Da haben wir jetzt S. Phyllis als neuen Gouverneur. Mal sehen, wie der seine Arbeit macht. Heimtückische Verschwörung aufgedeckt.
Unsere Agenten in der Luzavata-Horde haben glaubwürdige Gerüchte über ein Komplott gegen uns aufgedeckt. Es scheint, dass die Luzavatan-Agenten etwas nachlässig waren, was ihre eigene operative Geheimhaltung angeht. Wir haben noch keine genauen Details über ihren Plan, doch es heißt, es ginge um die Manipulation unserer bestehenden Beziehungen und um die Untergrabung von Vertrauensvereinbarungen und unserer gesamten Lebensweise selbst. Okay, diese Unholde. Die Meinung von Vereinten Nationen der Erde gegenüber Luzavata-Horde ändert sich um minus 80. Alter Schwede. Einigkeit erlangt 1220. Und Luzavata-Horde, das Ereignis in eine Verschwörung verwickelt, tritt in einen Tag ein. Die Fella Royal Provinces haben den König Yandarim-Krieg erklärt. Mann. So geht das aber nicht. My friends. Ich sehe keinen Grund mehr, euch aus unserem Territorium fernzuhalten. Unsere Grenzen sind wieder für euch geöffnet. Mark. Entschuldigung, sieht ein bisschen aus wie ein Frosch. Okay, thanks very much. Ich wundere, falls ihr was hört, aber ich muss eben meine Vanillemilch aufmachen. Ja. Wenn ich das aufnehme, ist Mittwoch, haben wir die Hälfte der Woche schon wieder geschafft. Das ist unglaublich, wie die Zeit vergeht manchmal oder wie einem das zumindest vorkommt. Ja. Zeigt sich wieder, dass Zeit halt relativ ist. Oh, Entschuldigung, aber das musste sein. Ich habe so einen Durst. Ich weiß auch nicht. Entschuldigung, kommt bestimmt von der Heizungsluft. Da ist nämlich relativ kalt war die letzten Tage. Habe ich. Warum habe ich denn die ganze Zeit Pause? Verdammte Scheiße. Habe ich. Halt viel Heizung an und das macht die Luft immer ein bisschen doof. Panaktala Associated States sammeln von Hinweisen. Unsere Agenten haben sich die Teilnahme an einer interstellaren wissenschaftlichen Konferenz gesichert, zu der auch Panaktala Associated States eingeladen wurden. Unsere Bemühungen konzentrieren sich darauf, die Panaktala Delegation auszukundschaften. Bestätigt. Ja, was ist hier passiert? Allied Stepanon States hat Stirpanos States hat die Wakegi Deathbringers zum Rivalen erklärt. Ja. Ihr macht immer Sachen. Hier sind noch diese blöden Bergbau. So, die haben insgesamt dreimal, was sind 2133. Haben die insgesamt an der Militärstärke. Da müsste ich schon mal mindestens zwei von meinen Flotten dahin stellen, hinschicken. Und auch dann ist es. Weil wenn die noch dazukommen, dann ja, dann haben wir eh gelitten. Senatssitzung, Abstimmung zur Beschlussverabschiedung, Standardisierung von Schlagwörtern. Diplomatische Bedeutung Wirtschaft plus 20% Handwerk. Ja, unterstützen wir das mal. Dankeschön. Sudele. So, wie sieht das jetzt hier aus? Hier haben wir. Oh. Alles voll bebaut. Ach, aber hier fehlen so viele Mineralien, ey. Und da jetzt auch schon. Na. Shit. Das ist nicht schön.
Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Was fehlt denn? 50 flüchtige Teilchen. Technology discovered. Stadtdistriktwohnung plus 1, neue Sternbasenmodul, Wohnraummodul. Hochgeschwindigkeitsweltraumlifte ermöglichen es den Wohnraum. Die Ressourcenlagerung und die Veredelungsanlagen eines Planeten in den Orbit auszudehnen. Okay. So, neue Stationshabitate, Nachbrenner, erkennen Sie über das enigmatische Tor. Neuer Schiffstyp Fregatte, neue Komponenten, Weltraumtorpedos, Gefechtscomputer. Das. Ja. So, hier haben wir noch. Was haben wir hier denn? Brauche ich immer Ressourcensilos noch hin? Technology discovered. Sehr schön. Neue Schiffe. Oh, das ging auch schnell. Fregatte, Weltraumtorpedos, Gefechtscomputer. Diese Torpedos sind im Prinzip riesige, langsam fliegende Raketen. Sie sind mit stärkeren Gefechtsköpfen und Schildmodulatoren ausgerüstet, mit denen sie Energieschilde unbehelligt durchdringen können. Neue Forschung. Robotermontageanlagen. Produktion Bergbaustation, sehr gut. Sehr gut. Dann machen wir das mal, ne? So, haben wir denn hier schon eine Fregatte? Kreuzer. Fregatte. Kleine Vorbläser, Weltraumtorpedos. Ja, wo kann ich den denn hinbasteln? Wo können wir den denn hin? Machen wir das so, genau. Fregatte. Sehr gut. So, wann habe ich hier das letzte Mal geguckt? Was haben wir denn hier? Lutzer-Warte-Horde, Mann. Unsere Agenten haben die Informationsbeschaffung abgeschlossen und ein Dossier mit den gefundenen Informationen an uns geschickt. Wir erhalten 10 Geheiminformationen über Lutzer-Warte-Horde, Spionagenetz. Ja, das Übliche halt, ne? Okay, danke schön. Construction complete. Was hab ich hier? Kontakt verloren. Spionageoffizier Agadhyr Su. Was? Aradhyr Suuri Kaprakash meldet, dass der Kontakt zu ihren Agenten, die sich im aktuellen Einsatz in der Panaxala Associated States befinden, verloren gegangen ist.
Viele der planmäßigen Berichte sind nicht eingegangen. Gemäß dem Standardverfahren müssen wir nun entscheiden, ob wir unseren eigenen Agenten nachspüren oder nicht. Findet unseren Agenten. Technology discovered. Kontakt wiederhergestellt. Unsere Bemühungen waren erfolgreich. Der Kontakt zu unseren Agenten wurde wiederhergestellt. Spionageoffizier Arathyr Zoriaprakashman. Was ein Name. Arbeitet bereits an der Überprüfung der Kontrollverfahren, die sie für die Arbeit in Panaxella Associated States eingerichtet hat. Gut. Wir haben Gefallen von Decken Grid und Bauplätze plus 1. Kolonienentwicklungsgeschwindigkeit plus 25. Neue Forschung. So. Flottenkapazität. Erlaubt uns zum bevorzugten Planetentyp eine Spezies durch genetische Veränderung zu modifizieren. So, ich habe jetzt hier ein neues Gebäude, was ich bauen kann. Gas haben wir hier. Dienstleistung. Ich kann keine Konsumgüter mehr. Ich muss echt warten, bis ich das mit den Mineralien, bis ich das wieder ein bisschen besser im Griff habe. Independent Kirum Nation und Elliot Zierpanus sind Rivalen. Wir haben noch einen Gefallen vom Königreich Yondarim bekommen, also dieses Mal vom Königreich Yondarim. Technology discovered. Die nächste Technologie. Produktionsforschungsstation plus 10%. Eine erhöhte Automatisierung der Stationsfunktion wird mehr Personal für Forschungsaufgaben freisetzen. Neue Forschung. Energienexus. Ja, wir müssen hier wieder reinklotzen. Mineralien sinkt weiter. Energie geht gerade wieder einigermaßen. Gouverneur Esphilis hat Stufe 2 erreicht. Das ist doch gut. Gut. Die nähere Untersuchung des auf den ersten Blick scheinbar unauffälligen Asteroiden YZ9-BS12 hat gezeigt, dass es sich tatsächlich um ein künstliches Konstrukt handelt, das einen natürlichen Asteroiden nachahmen soll. Okay. Ja, aber das ist ja wohl nun mal voll ab vom Patt. Übel, ey. Ja, hat ja noch Zeit. Ich werde mir da mal Gedanken machen, was wir da bauen können. Weil ich will ja jetzt auch nicht wahllos, nur damit die Gebäudeplätze voll sind. Ja, hier baue ich ja noch. Mensch.
Oh, danke schön. Bei uns läuft eine Wahl. Und sieht aus, als wenn sie wieder gewinnt. Unglaublich. Unglaublich, wirklich. Ressourcensilos habe ich da gebaut. Modotheater, Forschungskomplexe, Hydrokultur, Zivilindustrie, Luxusresidenzen. Nee, ich muss aber einfach. Könnten auch höher sein. Es könnte alles höher sein. Brauche ich ein Energienetz. Das erhöht dann zumindest die meine Energieeinheiten. Na gut. Mandat unerfüllt. Ja, das sagen die immer. Und dann ist es doch wieder. Wir haben unsere aktuelle Herrscherin Dolores Muvanga wieder gewählt. Mit 171 jetzt. Das ist unfassbar. Die will nicht mehr sterben, also die lebt ewig. Ja. Die lebt ewig. Gut. Ein bisschen weiter. Ja, Elliot, Elias, Stepanos States und den Staaten der Menschen haben Frieden geschlossen. Was ich natürlich sehr begrüße. Initiating communications. Botschaft einrichten. Das Mandasura Alignment. Wir möchten für die zukünftige wir möchten für die zukünftige Verbesserung der Mandasura Vereinten Nationen der Erden Diplomatie auf der Erde eine Botschaft etablieren. Ja, gut, mach doch. Ja. Okay. Dann würde ich aber sagen, dann machen wir für diese Folge Schluss. Und ja, ich überlege mal, was wir da noch für Gebäude bauen. Könnt ihr mir auch gerne ein paar Tipps noch wiedergeben. Ihr seht ja, dass ich in Stellaris irgendwie nicht kein, ne? Da bin ich nicht wirklich gut drin. Ich habe so vieles noch nicht wirklich durchblickt, habe ich so das Gefühl. Und naja, kann man nichts machen. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Ein Abo wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye, euer Tobi.